Schokolade macht ja bekanntlich glücklich. Die süße Verführung gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Farben und heutzutage auch in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Doch wie wird Schokolade eigentlich hergestellt? Konditormeister Klaus-Peter Borst kann diese Frage beantworten. Schokolade wird hergestellt aus Kakaobruch, Kakaobutter und Zucker, wobei der Zucker erst zugesetzt wird von uns oder von der Industrie. Und das Ganze wird durch Kongieren, durch Verwalzen, durch Vermahlen, bekommt die Schokolade ihren Schliff und ihren feinen Geschmack. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wie die einzelnen Zutaten schmecken, das finden die Teilnehmer bei dem Schokoladenseminar in der Manufaktur heraus. Auf der Zunge zergehen lassen kann man sie nicht. Denn unverarbeitet schmecken die Kakaodrops ganz schön bitter. Bei der Herstellung zeigt der Konditormeister den Gästen, was man aus der Kombination von dunkler und weißer Schokolade kreieren kann. Je ausgefallener die Formen und Geschmacksrichtungen sind, desto besser kommen sie heutzutage an. Wir haben auch schon Pfefferminzbonbons mit rein. Ja, im Bruch schmeckt eigentlich ganz toll. Aber das sind alles so spezielle Sachen, was wir herstellen. Wie schnell der Konditormeister diese Kunstwerke herstellt, die Gäste staunen nicht schlecht. Einfach mal so drauf achten, was man da gerade isst. Also gerade die verschiedenen Sorten am Anfang, das fand ich einfach interessant, dass es wirklich unterschiedliche Geschmäcker sind, ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich dachte immer, Schokolade ist ein Rohstoff und das war's. Aber echt gut. Ja, ich esse sehr, sehr viel Schokolade normal jeden Tag, aber es war interessant, vor allem zu erfahren, was man damit alles machen kann und die Herstellung und alles. Also ist schon wirklich sehr interessant. Sehr lecker und sehr informativ, ja. Wir haben unsere Hochzeitstorte auch hier schon bestellt für den Sommer. Hochzeitstorten sind auch eine Spezialität von Klaus-Peter Borst. Er hat als Konditormeister weltweit Erfahrungen gesammelt. Eine Erfahrung präsentiert er seinen Gästen ganz stolz. Klaus-Peter Borst hat die Hochzeitstorte von Lady Diana und Prinz Charles entworfen. Ja, da war ich zur rechten Zeit am rechten Platz wahrscheinlich. Die haben also 81 in Istanbul hergestellt. Ich habe damals für Sheraton Hotel gearbeitet. Und wir hatten weltweit ja so 450 Hotels, glaube ich, gehabt. Und der Präsident von unserer Kette, der war oder ist mit den Spencers verwandt, wenn er noch lebt. Und der hat diesen Wettbewerb ausgeschrieben, wer den besten Entwurf eines originalen englischen Hochzeitskuchen eingibt, der dürfte die Torte herstellen. Schokolade und Torten sind sein Ding. Egal ob Klaus-Peter Borst perlmuttfarbene Zuckerröschen formt oder an Schokoladenkunstwerken arbeitet, seine Gäste begeistert er immer wieder aufs Neue. Und das Wichtigste, die süßen Verführungen zergehen auf der Zunge.